Das Jahr 2020, liebe Staudenfreunde, ist wahrlich ein verrücktes Schaltjahr. Neben der Corona-Krise, welche uns seit Wochen belastet, haben wir auch mit dem Wetter nach wie vor zu kämpfen. Bereits in den Gartentipps im März hatte ich schon eine Anekdote den nicht vorhandenen Winter gewidmet und kurz darauf wurden wir doch tatsächlich wieder von starken Frösten heimgesucht. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unseren Gartentipps im Mai. Der Mai ist definitiv einer der letzten Monate, bevor die Gartensaison so richtig beginnt, wo wir es nach wie vor nochmal mit Spätfrösten zu tun haben können. Ich denke hierbei vor allen Dingen an die sogenannten Eisheiligen, welche uns meistens gegen Mitte Mai heimsuchen. Das sind in der Regel meistens Frostnächte, wo der Frost erst in den Morgenstunden einsetzt, einfach aufgrund dessen, da der Boden schon aufgewärmt ist, eine gewisse Temperatur vom Vortag da ist und die kalte Luft einfach erst in den Morgenstunden kurz in die Erdoberfläche dringen kann. Das heißt, wir haben es wirklich nur mit stündlichem Frost zu tun und da kann man mit möglichst einfachen Methoden seine Pflanzen ganz schnell schützen. Ich denke in erster Linie heute an Ihr frisch gepflanztes Gemüsebeet oder eben auch an so ein paar Beispiele, die ich hier auf meinen Tisch hingestellt habe. Das drehende Herz, welches bereits in voller Blüte steht. Dieses neigt natürlich bei kleinen Frosttemperaturen schon dazu, die Blüten zu verlieren. Unsere Funkien, die ja doch in erster Linie dadurch zierend sind, weil sie schöne Blätter haben, auch die können mit ausgetriebenem Blattwerk durch leichte Fröste Schaden nehmen. Und ganz wichtig, unsere Strauchpfingstrosen. Hiervon haben wir wirklich nur eine kurze Zeit was von diesen tollen duftenden Blüten. Allein deswegen muss man bei angemahnten Frostnächten hier vorbeugend was tun. Was kann man nun tun? Der einfachste Klassiker ist, wie man das vielleicht von früher noch kennt, einfach einen Eimer verkehrt rum über die Pflanzen stülpen. Da wir es ja im Garten oft auch schon mit größeren Pflanzen zu tun haben, kann man auch sich behelfen und vielleicht einen größeren Kübel oder ein größeres Gefäß einfach verkehrt rum auf zum Beispiel die großen Strauchpfingstrosen setzen. Selbst ein Schirm mit massivem Textilvlies, ja, also ein richtiger Schirm, den man hat, ich denke an einen stabilen Regenschirm oder Sonnenschirm, würde solchen großen Pflanzen bei einer Frostnacht die ganzen Blüten retten. Sollten Sie natürlich ein Gemüsebeet haben und darauf sind schon mehrere 50 Salatköpfe zu sehen, dann kann man die nicht alle mit einem Eimer abdecken. Aber man kann diese dann mit einem einfachen Winterschutzvlies abdecken. Flächendeckend drüberlegen am Abend vorher, wenn es noch warm ist. Selbst bei unseren Stauden, wenn es Unikate sind und man hat keinen Eimer zur Hand, legt man einfach dieses Kälteschutz- oder Winterschutzvlies drüber und Sie haben die Pflanzen geschützt. Wer nicht extra einen Winterschutz- bzw. Kälteschutzvlies kaufen möchte, kann auch einfach irgendein Textilvlies nehmen. Achten Sie bloß dabei bei der Verwendung darauf, dass Sie das nicht gerade aufgrund des hohen Eigengewichtes auf zarte Pflanzen wie die drehenden Herzen legen. Aber Ihre Funken oder Ihren Gemüsegarten ist damit auch geholfen. Zu guter Letzt funktioniert auch ein klassisches Unkrautvlies sehr gut. Ja, heute wollen wir damit die Pflanzen nicht als Unkraut belasten. Nein, wir wollen sie einfach nur für ein paar Stunden schützen. Auch dieses Unkrautvlies einfach einen Abend vorher auslegen. Die Resttemperaturen vom Tag wird sehr, sehr gut drunter gespeichert. Es entsteht ein super toller Puffer und die Pflanzen kommen sehr schön durch die Nacht und durch die morgendlichen kühlen Stunden. Am nächsten Vormittag wird wieder abgedeckt und Sie haben Ihren Gemüsegarten und Ihren schönen blühenden Staudengarten gerettet. Das, hoffe ich, waren ein paar tolle Hinweise. Zu guter Letzt bei den Hinweisen vielleicht noch mal eines. Der Egerpark beispielsweise in Erfurt müsste einen riesengroßen Aufwand betreiben, um seine Pflanzen zu schützen. Die machen was ganz anderes. Nein, die arbeiten nämlich mit Wasser. Wenn Sie in den Morgenstunden, wenn der Frost langsam auf die Erdoberfläche niederkommt, einfach stark regnen, wie regnen würden mit Schwenkregnern, beispielsweise, dass eine Tropfenbildung auf den Laub und auf den Blüten der Pflanzen steht. Damit können die Zellen auch vor kurzzeitigem Frost sehr gut geschützt werden. Klassisch hat man früher auch gerne mit Feuerschalen geräuchert. Ja, einfach Grünschnitt und Rückschnitt in eine Feuerschale legen, diesen anzünden. Durch die kalten Temperaturen drückt es den Rauch sowieso nach unten
und die Pflanzen sind in einer isolierenden warmen Rauchschicht. Das sollten Sie vielleicht nicht gerade in einem dicht besiedelten Wohngebiet machen, sonst haben Sie ganz schnell die Feuerwehr auf den Hof. Aber wer ländlich wohnt, kann das gerne tun. Zu guter Letzt, bevor ich mich von Ihnen verabschieden möchte, im Mai. Wir haben in diesem Monat zwei tolle Ausstellungen neben unseren herrlichen Pflanzen in der Gärtnerei. Wir präsentieren Ihnen massive und wirklich hochwertige Gewächshäuser. Und wir haben auch eine Teakmöbel-Ausstellung an tollen Gartenmöbeln bei uns in der Gärtnerei. Vielleicht mal wieder ein Grund, uns zu besuchen. Das war es von mir im Mai und würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Juni wiedersehen. Ihr Pascal Klee.